Adobe scheint auf den ersten Blick völlig harmlos zu sein. Sie stellen einfach Software für Profis her, von Photoshop und Premiere Pro bis hin zu After Effects und Illustrator. Sie sind auch die Macher des beliebtesten Dokumentenformats der Welt, PDF. Weltweit werden bis zu 2,5 Billionen PDFs erstellt, die eine einheitliche Formatierung und hohe Sicherheit gewährleisten. Und wer könnte den Adobe Flash Player vergessen? Adobe Flash hat einige der klassischsten Online-Spiele wie das World's Hardest Game und Run ermöglicht. Doch trotz der Beliebtheit und des Nutzens von Adobe gibt es eine große Gemeinschaft, die Adobe verachtet. Sie hassen alles, von den Produkten und Preisen bis hin zum Kundenservice und der Position auf dem Markt. Sie hassen Adobe sogar so sehr, dass der Trustpilot-Durchschnitt von Adobe bei erschreckenden 1,2 Sternen liegt und 89% der Bewertungen nur ein Stern sind. Zum Vergleich, sogar PayPal hat eine 1,3-Sterne-Bewertung und nur 87% der Bewertungen sind ein Stern. Das ist ziemlich überraschend, denn Adobe ist in keine der klassischen Aktivitäten eines bösen Unternehmens verwickelt. Sie sammeln zum Beispiel keine Daten und verletzen nicht die Privatsphäre von Menschen. Sie kontrollieren auch keine Regierungsbeamten und haben keinen Zugang zu lächerlichen Mengen an Macht. Sie stellen einfach nur kreative Software her und versuchen natürlich damit so viel Geld wie möglich zu verdienen. Was diese Wahrnehmung noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass Adobes Firmenphilosophie genau das Gegenteil ist. Adobe ist nicht nur ein guter oder großartiger Arbeitgeber, sondern ein außergewöhnlicher Arbeitgeber. Laut Glassdoor Employees' Choice ist der CEO von Adobe sogar der zweitbeliebteste CEO, nur übertroffen von der Boston Consulting Group. Außerdem erhält Adobe jedes Jahr Dutzende von Auszeichnungen für eine der fortschrittlichsten Unternehmenskulturen. Die Mitarbeiter mögen die Firma so sehr, dass sie bei 24.775 Mitarbeiterbewertungen eine A+-Bewertung mit 4,9 Sternen erhalten haben. Adobe weiß also, wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht und sie bei Laune hält. Wie konnten sie also bei ihren Kunden so viel falsch machen? Um diesen Zwiespalt zwischen Mitarbeitern und Kunden wirklich zu verstehen, müssen wir erst einmal begreifen, warum die Kunden Adobe überhaupt so sehr hassen. Und all das lässt sich bis 2012 zurückverfolgen, als Adobe Creative Cloud einführte. Creative Cloud hat Adobes Umsatzmodell komplett umgekrempelt. Anstatt die Kunden einmalige Lizenzgebühren von 500 bis 700 US-Dollar für eine bestimmte Softwareversion zahlen zu lassen, wurden sie gezwungen, ein teures Abonnement abzuschließen, das derzeit 55 US-Dollar pro Monat oder 660 US-Dollar pro Jahr kostet. Für Berufstätige, die bereits Lizenzen für mehrere Adobe-Anwendungen besaßen und ständig Upgrades durchführten, war das ein gutes Geschäft. Wenn du zum Beispiel Lizenzen für die 5 Adobe-Anwendungen hast, die jeweils 700 Dollar kosten und sie alle 5 Jahre aktualisierst, gibst du alle 5 Jahre 3.500 Dollar aus und hast nur Zugang zu 5 Anwendungen in einer festen Version. Mit dem Abonnement hingegen zahlst du nicht nur alle 5 Jahre weniger mit 3.300 Dollar, sondern hast auch Zugriff auf alle Adobe-Anwendungen und immer die neueste Version. Das Problem war jedoch, dass die große Minderheit der Nutzer von Adobe nicht in diese Kategorie fiel. Der durchschnittliche Nutzer brauchte nur 1 oder 2 Apps. Wenn wir davon ausgehen, dass sie alle 5 Jahre ein Upgrade durchführen, sind das für 5 Jahre Kosten von 700 oder 1.400 Dollar. Und das auch nur, wenn man die gesamte Software neu kauft. Normalerweise gab es Upgrade-Optionen, die 200 oder 300 Dollar kosteten. Mit dem Abo-Modell mussten sie nun aber alle 5 Jahre 3.300 Dollar für wenig Gegenleistung zahlen. Jetzt denkt ihr vielleicht, warum nicht einfach die individuellen Pläne kaufen? Nun, die Einzelpläne sind Abzocke und ehrlich gesagt glaube ich, dass sie nur existieren, um den Hauptplan attraktiver erscheinen zu lassen. Man kann zum Beispiel entweder 20 Plus-Apps für 55 US-Dollar pro Monat oder nur Photoshop oder Premiere Pro für 21 US-Dollar pro Monat bekommen. Bei diesen Preisen denken viele von euch wahrscheinlich, dass es besser wäre, die Software zu raubkopieren und für Hobbyisten und Freiberufler mag das auch sinnvoll sein, aber für echte Profis und Unternehmen war das einfach keine Option. Diese Leute befanden sich in einem seltsamen Zwiespalt. Sie fanden die Software überteuert, aber gleichzeitig verdienten sie zu viel Geld, als dass sie sich mit fehlerhaften Raubkopieren herumschlagen konnten. Außerdem konnten sie es nicht riskieren, von Adobe verklagt zu werden, wenn sie eine nennenswerte Größe hatten. Sie hatten also keine andere Wahl, als den Preis zu zahlen und wenn man sich die Geschäftszahlen von Adobe ansieht, haben die meisten am Ende genau das getan. In den letzten 8 Jahren sind die jährlichen Einnahmen von Adobe von 200 bis 300 Millionen Dollar auf rund 5 Milliarden Dollar angestiegen, vor allem dank des neuen Abo-Modells. Doch während dieser Schritt finanziell sehr gut funktionierte, wurden viele Kunden von Adobe zum ersten Mal verärgert. Viele von ihnen haben sich nach Alternativen umgesehen, aber die Realität ist, dass es für die meisten Adobe-Anwendungen keine Alternativen gibt. Sicher, es gibt Optionen wie DaVinci Resolve, Sony Vegas, Final Cut Pro und Blender für den Videoschnitt, aber
Wenn man nach Programmen wie Lightroom, Illustrator, Animate oder Photoshop sucht, hat man keine andere Wahl, als sich für Adobe zu entscheiden. Es gibt einen Grund, warum sie 90% des Marktes kontrollieren, und jetzt hatte Adobe den Schalter umgelegt. Jetzt, wo Adobe so viel zusätzliches Geld mit der Bedienung desselben Marktes verdient, sollte man meinen, dass sie das Kundenerlebnis verbessern würden. Das bedeutet weniger Bugs, weniger Abstürze, besserer Kundensupport und mehr Kompatibilität, aber seit der Einführung des Abo-Modells hat sich das Unternehmen genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, vor allem, weil sie sich einfach nicht darum kümmern müssen. Vor der Einführung des Abo-Modells war es wichtig, dass Adobe jede Iteration so bedeutsam und wirkungsvoll wie möglich gestaltete. Nur so konnten sie neue Nutzer davon überzeugen, eine Lizenz zu erwerben oder bestehende Nutzer davon, ihre Lizenz zu aktualisieren. Mit dem Abo-Modell hatte Adobe jedoch 30 Millionen Nutzer an sich gebunden, die jeden Monat oder jedes Jahr zahlen müssen, unabhängig davon, ob die Software verbessert wird oder nicht. Man würde zumindest hoffen, dass sie einen gewissen Standard beibehalten, aber selbst das ist nicht der Fall. Mit jeder neuen Version von Windows, macOS und Grafikprozessoren scheint es, als ob Adobe Software immer fehlerhafter wird, weil sie nicht mit den Änderungen Schritt hält, und wenn man versucht, sie auf diese Probleme anzusprechen, wird man wahrscheinlich genauso ignoriert wie all diese Leute. Adobe hat nicht nur seine Software-Standards vernachlässigt, sondern anscheinend auch seine ethischen Standards. Jahrelang konnte sich Adobe einfach zurücklehnen und zusehen, wie seine Einnahmen stiegen, weil immer mehr Menschen widerwillig umsteigen, doch dieser Aufwärtstrend fand während der Pandemie ein jähes Ende. Im Grunde haben alle, die mit Adobe nicht einverstanden waren, während der Pandemie kapituliert und ein Abonnement abgeschlossen. Mit anderen Worten, Adobe hat mit seinen Abonnements eine Marktsättigung erreicht und der Nettogewinn des Unternehmens stagniert nun schon seit 2 Jahren. Das ist nicht weiter schlimm, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen jedes Quartal mehr als 1 Milliarde Dollar einnimmt, aber wie ihr euch sicher denken könnt, ist das Unternehmen auf der Suche nach mehr Wachstum. Der einfachste Weg, dies zu erreichen, ist, die Abonnementpreise zu erhöhen, und ihr könnt darauf wetten, dass sie das auch getan haben, aber sie haben in letzter Zeit auch zu unethischeren Mitteln gegriffen. Nach den Bewertungen zu urteilen, scheint es zum Beispiel einen Trend zu geben, dass Adobe Nutzer von kostenlosen Testversionen in Jahresabonnements verwickelt, und wenn man dann kündigen will, muss man 100 bis 150 Dollar Kündigungsgebühr zahlen. Ein weiterer Grund, der viele Nutzer abschreckt, sind die Gerätebeschränkungen von Adobe. Selbst wenn man eine Lizenz hat, darf man immer nur 2 Geräte gleichzeitig authentifizieren, aber als Kreativprofi benutzt man oft mehr als 2 Geräte. Man könnte zum Beispiel einen Haupt-PC, ein MacBook, einen Windows-Laptop und vielleicht ein iPad haben. Wenn man all diese Geräte nutzen will, muss man sich regelmäßig an- und abmelden und die verschiedenen Geräte authentifizieren und deauthentifizieren. Das mag wie ein recht elitäres Problem klingen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute jedes Jahr 600 Dollar für diese Software bezahlen und sie nicht einmal auf all ihren Geräten nutzen können. Der einzige Grund, warum Adobe nicht eine großzügigere Gerätebeschränkung wie 5 anbietet, ist, dass es mehr Leute dazu bringen will, sich für seine kommerziellen Lizenzen anzumelden, die jeweils 85 Dollar pro Monat kosten. Adobe melkt also nicht nur seine Kunden, sondern tut dies oft auf unethische Weise. Im krassen Gegensatz zu all dem ist Adobe ein Champion unter den Mitarbeitern. Das Geheimnis dahinter ist ziemlich einfach. Das Unternehmen behandelt seine Mitarbeiter so, wie sie behandelt werden wollen, und bietet ihnen eine außergewöhnliche Flexibilität. Schon vor der Pandemie hatte Adobe starke Programme für Fernarbeit und hybride Arbeitsformen. Außerdem haben sie keinen, der ihre Mitarbeiter überwacht. Es wird nicht einmal kontrolliert, ob die Mitarbeiter während der üblichen Arbeitszeiten am Arbeitsplatz sind. Es kann natürlich sein, dass man zu bestimmten Zeiten bei bestimmten Meetings anwesend sein muss, aber ansonsten kann man seinen Arbeitsplan frei gestalten und wird ausschließlich nach den Ergebnissen beurteilt. Wenn man in der Lage ist, 10 Stunden pro Woche zu arbeiten und Ergebnisse zu erzielen, mit denen sie zufrieden sind, dann ist das in Ordnung. Adobe lässt seinen Mitarbeitern nicht nur viel Freiheit, sondern gibt ihnen auch das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, indem es ihnen viel Verantwortung überträgt. Sie bieten zum Beispiel unbegrenzten bezahlten Urlaub an, weil sie darauf vertrauen, dass die Beschäftigten selbst am besten einschätzen können, wann und wie viel Zeit sie sich freinehmen müssen. Sie lassen den Mitarbeitern auch viel Freiheit bei der Wahl ihrer Arbeitsbereiche. Das wohl beste Beispiel für Adobes verantwortungsbewusste Kultur ist das preisgekrönte Kickbox-Programm. Mit diesem Programm erhält jeder Mitarbeiter, der es beantragt, eine Prepaid-Kreditkarte im Wert von 1.000 Dollar, mit der er seine Ideen verwirklichen kann, ohne dass Fragen gestellt werden. 1.000 Mitarbeiter haben dieses Programm genutzt, und in 23 dieser Ideen wurde schließlich weiter investiert. Adobe hat insgesamt nur 25.000 Beschäftigte, was bedeutet, dass eine von 25 diese Initiative ergriffen hat, um einen Mehrwert zu erzielen. All dies führt uns zu Adobes zentralem Wert für die Unternehmenskultur, der darin besteht, einen auf den Menschen fokussierten Ansatz zu verfolgen.
Eine der Hauptbeschwerden bei vielen Unternehmen ist, dass sie ihre Mitarbeiter nicht anerkennen oder wertschätzen. Adobe hat jedoch ein umfangreiches Auszeichnungsprogramm, mit dem jedes Jahr die besten Mitarbeiter ausgezeichnet werden. Die prestigeträchtigste dieser Auszeichnungen ist der Founders Award, der jedes Jahr an 12 Personen weitergegeben wird. Adobe legt auch großen Wert auf die Förderung der Vielfalt, die Gewährleistung von Lohngleichheit und die Schaffung von Transparenz. Bei all diesen Vorteilen ist es kein Wunder, dass Adobe bei seinen Mitarbeitern so beliebt ist. Wie wir sehen, ist die Schaffung einer großartigen Arbeitsplatzkultur keine Raketenwissenschaft. Es kommt einfach darauf an, Flexibilität, Freiheit, Verantwortung und Anerkennung zu bieten. Doch ironischerweise sind das genau die Bereiche, an denen es Adobe in seinem Geschäft mangelt. Sie bieten ihren Kunden keinerlei Flexibilität oder Freiheit. Im Grunde genommen ist jeder gezwungen, ein Creative Cloud-Abo abzuschließen. Adobe übernimmt auch keine Verantwortung, wenn es darum geht, das Nutzererlebnis zu pflegen, zu verbessern und zu aktualisieren, und schließlich erkennen sie ihre Kunden nicht wirklich an oder sie würdigen sie. Der Kundensupport ist miserabel und viele berechtigte Anliegen werden schlichtweg ignoriert. Die meisten Unternehmen kämen mit einem solchen Verhalten nicht durch, aber angesichts des Monopols von Adobe im Bereich der Kreativsoftware können sie sich so ziemlich alles erlauben. Und obwohl es eine sehr lautstarke Minderheit gibt, die versucht, das Bewusstsein dafür zu schärfen und Adobe durch Dinge wie Affinity Photo zu ersetzen, kümmert sich die große Mehrheit leider nicht genug darum, und das gilt auch für mich. Finde ich Adobe Software überteuert? Ja. Bezahle ich 20 Anwendungen nur, um Premiere Pro und Photoshop zu benutzen? Ja. Aber werde ich wechseln? Nein. Ich habe mich einfach an Adobe gewöhnt. Die Software erfüllt ihren Zweck und der Preis ist nicht hoch genug, um wirklich vom Kauf abzuschrecken. Und leider ist das die Denkweise der meisten. Menschen in der Branche, und das hat zu dem modernen Adobe geführt, das niemand wirklich liebt, aber trotzdem jeder benutzt. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an, und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.